So, herzlich willkommen, liebe Leute. Ich habe es endlich geschafft und bin dieses Jahr auf der Gamescom. Und dieses Jahr, wir nehmen es euch wieder mit und wir werden uns anschauen, was alles Tolles auf der Gamescom gibt. Und ja, ich bin gerade erst reingekommen, hat heute ein bisschen länger gedauert als letztes Jahr, weil einfach viel mehr Leute da sind. Auch so restlich meine 10 Jahre Game-Accounts ist ein bisschen was. Gamescom meine ich. So, ich hoffe, man kann mich verstehen. Und ja, wir werden heute durch die Hallen gehen, werden heute so Spiele testen und Leute interviewen. Also einen ganzen Haufen Zeugs. Und wir werden uns, denke ich, mal gleich wiedersehen, sobald wir in der Halle sind oder ähnliches. Bis gleich. Freedom, life, breathing, action, living, game. It's a passion, freedom, life, breathing, action, living, game. It's a passion. So Leute, jetzt haben wir wieder ein kleines Update. Ich bin inzwischen nach draußen gekommen und habe soweit auch mal die ersten Blicke von der Messe bekommen. Mir ist aufgefallen, dass es viel, viel voller ist, als es letztes Jahr zum Beispiel noch war, so Gamescom. Aber naja, ich meine, ist auch klar, Jahr für Jahr kommen viele, viele neue Besucher in der Messe. Ich werde gleich erstmal Alter Spencer holen und werde danach mal so der Family and Friends Aaron alles hinschauen. Würde erstmal probieren werde, ob man vielleicht sogar so ein, das mit dem Streamen funktioniert, was heute ab 12 Uhr, ob es funktioniert, die werden es gleich sehen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, sobald ich die Alter Spencer habe, in Halle 10, zumindest halt in der Family Area, und wir probieren mal, das Setup aufzubauen. Bis gleich. Also, das ist ein kleines Update, liebe Leute, wie gerade gesagt hatten, wir haben hier gerade live gestreamt, in der ersten Livestream hier, was das Down nicht gut ging. Wir konnten das gerne auf YouTube anschauen, und wir machen uns jetzt weiter, schauen noch ein bisschen durch die Hallen, streamen vielleicht auch nochmal so, wie es durch die Hallen gehen, mal sehen. Und ja, wir wissen noch nicht, was wir machen, aber sobald wir irgendwas Bandium sind, werde ich es wieder melden und dann schauen wir uns das mal an. Also bis gleich, Leute. So, Leute, mal wieder Zeit für ein Update. Inzwischen ist einiges passiert. Wir haben schon deutliches Beta. Ja, wir haben erst mal gemerkt, dass mit dem Stream, mit dem Turnier nicht so hinhaut, da man eine Versteckdose gebraucht hätte, die wir leider nicht haben, was ein bisschen blöd ist. Aber wir waren ziemlich lange am Discord-Stand, haben unsere Handys aufgeladen. Ich habe mir jetzt auch das Gamescom 2018 T-Shirt gekauft, wie man hier sehen kann, was auch sehr cool ist. Und wir werden jetzt gleich erstmal was essen gehen. Und ja, danach werden wir einfach noch ein bisschen rumschauen. Sondern auf dem Nintendo-Stand noch Leute finden. Ich meine, heute ist der Mittwoch, heute ist der erste Tag, der ist eher ein bisschen so aktiv, unaktiv. Wir schauen uns erstmal um. Aber ja, ich denke mal, sobald die das Band jetzt machen, melden wir uns wieder. Und ja, sag einfach mal voraus, dass der Vlog nicht so krass lang wird, weil wir eben noch auf den Livestream und so weiter. Ich denke mal, der Vlog morgen wird länger sein. Darauf konntest du es einstellen. Und ja, damit melden wir uns wieder, sobald die was Interessantes sehen. Okay. So Leute, mal wieder ein kleines Update. Wir waren jetzt inzwischen nämlich beim Anson Stand und haben diese tolle Tasse bekommen. Und ich sage euch jetzt mal geschwind, was da drin ist, was der Inhalt von dieser Tasse ist. So, fangen wir mal an. In dieser Tasse drin sind erstmal, sieht man es nicht? Also in der Tasse drin sind erstmal unzählige Werbeflyer, die man hier sehen kann. Erstmal die Werbeflyer rausholen. Dann haben wir ein sehr interessantes Magazin über World of Tanks. Das sieht so aus, da drin stehen einfach einige Tipps über World of Tanks. Ganz interessant. Dann wird's sehr cool. Okay, wir haben noch mehr Werbeflyer. Aber abgesehen von den ganzen Werbeflyern, ein cooles T-Shirt ist hier drin. Weiß gar nicht, zu welchem Spiel das gehört oder so. Ist auf jeden Fall ganz cool, ein T-Shirt. Dann eine coole Kette von World of Tanks, die jetzt so gleich ein Bieröffner ist. Sehr cool. Dann haben wir, und darauf bin ich total stolz, eine Fallout 4 Soundtrack-CD mit ein paar Soundtracks. Unter anderem das Main Team und noch ein paar andere coole Tracks. Werde ich mir zu Hause gleich mal anhören. Dann haben wir noch ein 1-Woche Premium World of Tanks. Und zum Schluss haben wir noch ein Energy Drink. Das war die Ausbeute vom Anson Stand. Und wir melden uns wieder, sobald wir etwas Neues auf uns haben. So Leute, dann mein letztes Update für heute. Wir sind jetzt inzwischen in die vom Ausgang. Und ja, am heutigen Messetag überlebt. Ich weiß, wir haben heute nicht so krass viel gemacht. Wir haben uns heute einfach erstmal nur die Hallen angeschaut. Geschaut, was so gespielt wird. Und der Vlog morgen wird bestimmt spannender. Weil wir dann eben auch anfangen werden, wirklich Spiele zu spielen und es euch richtig berichten kann. Dementsprechend seht ihr quasi so als einzige Vlogs in die Gamescom. Und denkt dran.
denke da das erste viele Vlog, den ich jetzt gemacht habe, deshalb natürlich ist es vielleicht nicht das Beste, aber trotzdem. So, das waren wie gesagt die ersten Anblicke von heute von der Messe. Ab morgen streamen wir auch live die mit ganzen Turnieren. Warum ist zum Schluss nämlich ein Ort gefunden, wo es tatsächlich funktioniert mit dem Turnieren. Was das schön ist, also ab morgen, ab Donnerstag, Christtagsprogramm live auf der Gamescom und auch richtige Vlogs, darauf könnt ihr euch freuen. Wir sehen uns morgen wieder am nächsten Vlog, liebe Leute. Sonst, wie gesagt, macht's gut, bis dahin und ciao!